Terpeekreizen. Prachtige vakantiereizen met luxe touringcars naar mooie bestemmingen in Europa. Terpeekreizen. Uw reis in vertrouwde handen. Mit einer Fläche von 926 Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von rund 78.000 Menschen ist das an der Ostsee gelegene Rügen die größte deutsche Insel. Neben der atemberaubenden Steilküste mit den weißen Kreidefelsen sind es Seebäder wie Binz, die Rügen berühmt gemacht haben. Fürst Wilhelm Malte von Putbus ließ 1837 nach den Plänen des Baumeisters Johann Gottfried Steinmeier den Grundstein zur Erbauung des verputzten Backsteinbaus im Rundbogenstil mit Ecktürmen legen. In der Eingangshalle des Jagdschlosses verweisen die zahlreichen Geweihe und Jagdtrophäen auf den Wildreichtum in der Granitz. Das mit einer Stuckdecke versehene Speisezimmer hat getäfelte und in den oberen Partien mit Kacheln versehene Wände und einen Parkettfußboden. Die dekorativen Wandteller sind mit Tiermotiven verziert und der Kachelofen zeigt eine Jagdszene. Im ganzen Schloss sind Gemälde zu sehen, die insbesondere den reich verzierten Marmorsaal prägen. Ein prunkvoller Leuchter an der Stuckkassettendecke und eine Plastik von Artemis, der griechischen Göttin der Jagd, runden das Bild im Festsaal ab. Das Relief des dreistöckigen Marmorkamins zeigt eine Sauhatz und befindet sich gegenüber der Jagdgöttin. Neben den Gemälden ist im Festsaal auch eine Plastik Karl Friedrich Schinkels zu sehen, nach dessen Plänen der 38 Meter hohe Turm im Innenhof des Schlosses erbaut wurde. Im Inneren befindet sich eine gusseiserne Wendeltreppe der Berliner Eisengießerei Engels, die seinerzeit als Vorzeigeobjekt der modernen Technik des beginnenden Industriezeitalters galt. Die Aussicht vom Turm des Jagdschlosses erlaubt einen Rundblick über das umliegende Waldgebiet und weite Teile der Insel. Zur Gemeinde Binz gehört auch der mehrere Kilometer lange, von den Nationalsozialisten für 20.000 Gäste vorgesehene Baukomplex Prora. Robert Ley, der Führer der Deutschen Arbeiterfront und der Organisation Kraft durch Freude, ließ hier nach den Plänen von Clemens Klotz ab 1938 in 17 Monaten 8 500 Meter lange sechsstöckige Bettenhäuser errichten. Das erste nationalsozialistische Seebad sollte den Plänen entsprechend auch mit einem großen Festplatz, einer Schwimmhalle, Kinos und einem Theater ausgestattet werden. Der Bau der Anlage, an dem über 5000 Arbeiter mitwirkten, wurde jedoch wegen des Zweiten Weltkriegs 1939 eingestellt. Von den großen Plänen für das Seebad des deutschen Arbeiters wurde nur der Rohbau verwirklicht. An der Rügener Bäderküste befindet sich auch das ehemalige Fischerdorf Sellin, das sich zu einem beliebten Kurort entwickelt hat und mit seinen prachtvollen Villen von der Bäderarchitektur geprägt ist. Der landschaftlich reizvoll gelegene Strand und die wiedererbaute Seebrücke stehen im Zentrum des Badelebens.
Zellin konnte nach der Wiedervereinigung an den historischen Erfolg als Seebad anknüpfen. Die 1998 neu eröffnete Seebrücke ist nach ihrem historischen Vorbild rekonstruiert worden und bietet den Gästen wie in früheren Zeiten verschiedene gastronomische Angebote. Mit 394 Metern Länge ist sie zwar etwas kürzer als ihr Vorbild, aber genauso beliebt als Flaniermeile und Treffpunkt für die Gäste des gut besuchten Ostseebades. Der berühmte Zirkus, ein runder Platz mit 16 im Kreis angeordneten Häusern, gehört zur weißen Stadt Putbus. An die Gründung des Ortes durch Fürst Wilhelm Malte zu Putbus im Jahr 1810 erinnert der 19 Meter hohe Obelisk in der Mitte des Platzes. In den klassizistischen Gebäuden ließ der Fürst seine Gäste unterbringen. Die im Ort verteilten Statuen, unterschiedliche Plätze mit weitestgehend sanierten Altbauten und historische Straßenzüge verweisen auf die einstige Bedeutung des Ortes Putbus. Als ingenieurtechnische Meisterleistung der Gegenwart kann man die neue Rügenbrücke bezeichnen. 3 Jahre dauerten die Arbeiten an dem 4,1 Kilometer langen Bauwerk, das als längstes deutsches Brückenbauwerk bezeichnet wird. Kernstück der Schrägseilbrücke ist die 128 Meter hohe Pylonbrücke mit einer Schiffsdurchfahrtshöhe von 42 Metern, die Rügen mit der auf dem Festland liegenden Hansestadt Stralsund verbindet. Stralsund, das heute ca. 70.000 Einwohner zählt, gehört mit seinem Hafen zu den wichtigsten Stadtdenkmälern Deutschlands und wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Am Alten Markt befindet sich das Wulflamhaus. Ein um 1370 erbautes spätgotisches Bürgerhaus mit einem prächtig verzierten Backsteingiebel, welches der damalige Bürgermeister Bertram Wulflam erbauen ließ. Das gegenüberliegende Rathaus besitzt eine hohe Schmuckfassade und stammt ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert. Es gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und hat an der Westseite ein Eingangsportal, das mit dem Wappen gekrönt ist. Durch den Bau führen mehrere Durchgänge, von denen die hölzerne Galerie mit ihren Säulen besonders prächtig ist. Direkt neben dem Rathaus befindet sich mit der St.-Nikolai-Kirche die älteste der drei Stralsunder Pfarrkirchen, die nach dem Schutzpatron der Seefahrer, dem heiligen Nikolaus, benannt ist und 1276 erstmals urkundlich erwähnt wird. Besonders wertvoll sind die verschiedenen mit vielen geschnitzten Figuren versehenen und reich verzierten Altäre. Die schön gestaltete Kirche wurde nach dem Vorbild der Lübecker Marienkirche erbaut und ist an den Wänden und Stützpfeilern aufwendig farblich gestaltet. Das Stadtbild von Stralsund wird durch drei große Kirchen geprägt. Neben der spätgotischen Marienkirche mit der berühmten Barockorgel zählt die im 14. Jahrhundert zur Basilika umgewandelte Jakobikirche zu den bedeutendsten Bauwerken der Stadt. Für die Entwicklung der Hansestadt Stralsund zum aufstrebenden Handelszentrum spielte der Hafen eine besondere Rolle. Hafenrundfahrten und die jährlich wiederkehrenden Feste, bei denen viele Segelschiffe zu sehen sind, machen diesen Teil der Stadt zu einem beliebten Ausflugsziel.
Zu einem Publikumsmagnet hat sich das 2008 eröffnete und am Hafen befindliche Oceaneum entwickelt, das die Besucher zu einer faszinierenden Unterwasserreise durch die nördlichen Meere einlädt. Das von den Architekten Benisch und Partner geplante spektakuläre Bauwerk überzeugt durch sein offenes, lichtdurchflutetes Konzept mit fließenden Formen und hellen Farben und versteht sich als Liebeserklärung an die Meere. Der Wasserplanet Erde mit seiner langen Geschichte, das Meer mit den geheimnisvollen Kleinstlebewesen, die Vogelwelt, Exponate in Schauvitrinen und große Aquarien gehören neben den vielen anderen Attraktionen zum Ausstellungsrundgang. Unterschiedliche marine Lebensräume vom Bodden bis zum offenen Atlantik vermitteln dem Besucher Einblicke in die vielfältige Unterwasserwelt. Das kleine Dorf Fit kann vom Kap Arkona aus bei einem Spaziergang am Meer entlang bequem zu Fuß erreicht werden. Fit mit seinen 13 rohrgedeckten Kartenhäusern liegt geschützt in einer Schlucht am Hochufer. Der ehemalige Fischanlandungs- und Verarbeitungsplatz konnte sich seinen historischen Charme bewahren und war schon zu DDR-Zeiten ein exklusives Urlaubsziel. Reizvoll ist neben den historischen Karten der alte Hafen. Hier gibt es bis heute in der Saison den berühmten Fitter Räucherfisch, den es unbedingt zu probieren gilt. Rügen mit seiner atemberaubenden Steilküste, die autofreie Insel Hiddensee und die zum Weltkulturerbe zählende Stadt Stralsund bieten für Reisende vielfältige und abwechslungsreiche Möglichkeiten. Die Region übt bis heute auf ihre Besucher eine besondere Faszination aus und gehört zu den schönsten Urlaubszielen Deutschlands.